Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Jury, ich freue mich natürlich unglaublich, dass ich heute diesen Preis hier entgegennehmen darf. Um ein Zitat vom Nestroy ein bisschen abzuwandeln: Der Künstler lebt nicht nur vom Brot, sondern auch von Weihrauch. Ist das natürlich für mich heute ein ganz besonders schöner Tag, nachdem ich jetzt ziemlich genau seit 20 Jahren in dieser Stadt Theater mache. Und weil mir das auch ziemlich bewusst ist, dass es auch wieder schlechtere Zeiten geben wird, genieße ich diesen Tag. Und möchte auch diesen Nestroy all diesen Künstlern aus der freien Szene mitwidmen, die in dieser Stadt leben und arbeiten und die nicht das große Glück wie ich heute haben, für ihre Arbeit diese Anerkennung zu erhalten, die ihnen auch gebührt. Aber Theater macht man natürlich nicht alleine und deshalb mache ich es ja, weil ich tauge nicht besonders zur Einsamkeit. Und deshalb, ich habe auch diesen Preis nicht alleine gewonnen, sondern mit meinem Team, und ich möchte da Ingrid Leibetzeder sehr danken, dem Hans Kudlich, der Heike Sunder-Plassmann, Joss Hoben, Emily Wilson, Luise Cervonatis, Klaus Greif und natürlich Lori Lixenberg und Hubert Hofmann, die mit mir auf der Bühne gestanden sind. Und es ist natürlich eine Ironie des Schicksals, dass ich einen Preis bekomme oder wir einen Preis bekommen für eine Produktion, die in Wirklichkeit nicht stattfinden konnte. Denn eigentlich wollte ich eine Oper inszenieren, La Didone Abbandonata, die verlassene Dido. Und wir haben so wenig Geld dafür bekommen, dass mir nichts anderes übrig geblieben ist, als selbst auf die Bühne zu kommen und dem Publikum zu erklären, dass man mit so wenig Geld keine Oper machen kann. Und dafür bekommen wir den Nestroy für die beste Off-Produktion 2007. Und ich muss Ihnen sagen, ich als Theatermacher bin deshalb auch unglaublich traurig. Denn anstatt dass eine Gruppe den Nestroy bekommt, die neue, aufregende Wege gegangen ist, bekommen wir den Nestroy, weil ich mich auf die Bühne stelle und sage, dass wir keine neuen aufregenden Wege gehen konnten, weil uns die Mittel dafür fehlen. Aber ich stehe hier zum ersten Mal in meinem Leben auf dieser luxuriösen Bühne des Theaters an der Wien, wo ich als freier Theatermacher an normalen Tagen nichts zu suchen habe. Ja. Und wenn ich mir dieses Theater so ansehe, nein, ich will jetzt was anderes sagen. Nein, wenn ich dieses Theater so ansehe, dann erinnert es mich eigentlich an einen italienischen Marktplatz zur Zeit der Commedia dell'arte. Ich sehe hier das Publikum auf den harten Holzbänken der Marktstandler, dann die Reichen in den Logen auf ihren Fauteuils und ganz hinten die ganz armen Leute auf den Stehplätzen und ich selbst auf den Brettern, die für diese fahrenden Gaukler die Welt bedeutet haben. Und wenn diese fahrenden Gaukler nicht existiert hätten, wer weiß, wie das Theater in der Wien aussehen würde. Und es ist auch bis heute so, dass die Künstler der freien Szene, der Peter Brook, die Ariane Nuschkin, der Simon McBurney, der Robert Lepage, das etablierte Theater inspirieren und reformieren. Und die Erneuerungskraft, die das Theater so dringend notwendig hat, die wird nicht kommen aus den Höhen des Feuilletons, sondern aus den Tiefen der freien Szene. Und
Und deshalb ist es die vornehmste Aufgabe der freien Gruppen, eine Arbeit durchzuführen, die an großen Häusern aus strukturellen Gründen nicht möglich ist. Radikale eigene Wege zu gehen und neue Theatersprachen erproben, entwickeln und auch daran zu scheitern oder hoch zu gewinnen. Und wenn wir der Kunst das Recht absprechen, Risiko eingehen zu dürfen und auch zu scheitern, dann haben wir keine Kunst mehr, sondern Unterhaltungsindustrie. Bravo! Ja? Und deshalb erfordert es auch einen ganz besonderen Mut der freien Szene, so zu arbeiten, weil sie immer mit dem Scheitern vor Augen arbeitet. Und es erfordert aber auch einen ganz besonderen Mut von den Kulturpolitikern, Gruppen zu fördern, die unbequem sind, deren künstlerischen Arbeiten man zunächst ganz schwer einschätzen kann, die einem auch keine große Öffentlichkeit und keine Wählerstimmen bringen. Und es erfordert auch einen ganz besonderen Mut von Intendanten, ab und zu in die Tiefen der freien Szene hinabzusteigen und dort vielleicht ein Pflänzchen zu entdecken, das möglicherweise erst im Scheinwerferlicht der großen Theater zum Blühen kommt und diesen Theatern dann auch einen ganz besonderen Glanz verleiht. Und wenn ich jetzt einmal das Nestroy-Zitat richtigstellen darf, der Künstler lebt nicht nur von Weihrauch, sondern auch vom Brot. Hallo, das ist jetzt ganz schlecht, ich rufe dich bitte zurück. Nein, ich bin gerade bei einer Nestroy-Verleihung. Nein, was heißt, es ist langweilig? Nein, du siehst mich im Wetterkanal. Weil ich halte gerade eine Rede. Was heißt, meine Rede ist langweilig? Nein, du, das ist... Schau, das ist eine Dankesrede für den Nestroy. Ja, das ist, ich sag nichts über die Künstlersozialversicherung. Das hat hier nichts verloren. Heute freuen wir uns über das Theater. Ja. Nein, und die Theaterreform, das weiß doch bitte jeder. Ich weiß, das ist der offene Streu. Ja, ich weiß, was der off, was oft bedeutet, ja? Nein, Hans, die off heißt nicht Freigruppe, off heißt ausgeschaltet, das ist Englisch. Die Freigruppe ist nicht ausgeschaltet, wir sind on. Wir sind mehr on, als alle anderen Theater überhaupt on sein können. Ja, wir können es gar nicht leisten, oft zu sein, wir müssen auf den Händen laufen, ja? Ja, also wir sind gerade im Standby, wenn wir auf Subventionen warten. Du, ich sehe da einen Inspizienten, der mir furchtbare Zeichen gibt. Ich habe vergessen, das Handy abzuschalten. Wo sind wir stehen geblieben? Ich freue mich wahnsinnig über diesen Nestroy und im Namen meines Teams und für mein Team, bei meinem Team, für mein Team und hoffe, dass wir möglicherweise eines Tages wieder hierher kommen dürfen.